Im Folgenden erläutere ich ganz kurz, was der Erwartungswert einer binomial verteilten Zufallsvariablen ist und wie wir ihn konkret berechnen können. Wir nehmen eine binomial verteilte Zufallsvariable. Und zwar werfen wir einen Würfel und wir interessieren uns dafür, ob wir eine 6 würfeln oder keine 6 würfeln. Das heißt, eine 6 zu würfeln wäre ein Treffer. Der Erwartungswert e von x lässt sich berechnen mit der Formel n mal p, wobei n die Anzahl der Versuche ist und p die Wahrscheinlichkeit, einen Treffer zu erzielen. Was bedeutet also der Erwartungswert? Der Erwartungswert bedeutet, wie viele Treffer erwarte ich, wenn ich das Experiment n mal durchführe. In meinem Fall ist die Trefferwahrscheinlichkeit p gleich 1/6. Und wenn ich das Experiment beispielsweise 60 Mal durchführe, dann ist der Erwartungswert 60 mal 1/6. Das wären 60 Sechstel oder 10. Was bedeutet diese 10? Der Erwartungswert, also ich erwarte 10 Treffer, wenn ich das Experiment 60 Mal durchführe. Oder anders gesagt, am wahrscheinlichsten ist es, dass ich 10 Treffer habe, wenn ich das Experiment 60 Mal durchführe. Natürlich kann ich auch nur 9 Treffer haben oder 8 oder 12 oder sogar 20, aber am wahrscheinlichsten ist es, dass ich 10 Treffer habe. Das ist der Erwartungswert.